Weiter geht's mit Seasons After Fall. Und wir begeben uns logischerweise. Wir machen weiter. Das will ich sagen. Du hast mich wirklich beeindruckt. Du warst schneller, als ich dachte. Und das trotz des Fuchses. Der Fuchs ist cool. Was wieder einmal zeigt, dass man nicht nach dem Aussehen gehen sollte. Ja. Das Fragment steuert das Heiligtum an. Verliere es bloß nicht aus den Augen. Wow. Mann, diese scheiß Dinger haben mich abgelenkt. Kurzer Cut. Wow, runtergefallen. Perfekt. Die Bucht. Nur diesmal im Winter. Ja, Gott. Scheiße. Okay. Das war jetzt was. Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Ich nehme an, dass der Hüter des Winters dir nichts gesagt hat. Oh, das muss man ihm nachsehen. Er ist immer so müde. Und ein wenig miese, Petrich. Aber das bleibt unter uns. Wegen seines üblen Charakters vermeiden es die Tiere sogar, in diesen Wald zu kommen. Okay, weißt ja. Du, die Hüter können sehr weise erscheinen, aber vor allem sind sie unglaublich alt. So alt, dass sie manchmal ziemlichen Unsinn reden. Ich meine, es ist ein Segen, dass sie hier sind und die Fragmente schützen. Nur sie müssen auch lernen, sich von ihnen zu trennen. Ja, man merkt, dass die alle dumm drauf sind. Muss es jetzt? Hä? Ach so. Bringt das mir jetzt überhaupt aufs Nägel? Ah, doch, okay. Das Heiligtum. Oh, oh, oh. Scheiße. Sieh mal, kleine Knospe. Das Fragment ist bereits an seinem Platz. Es erwartet dich. Geh in die Mitte. Los, hab keine Angst. Der schon vorgegangen ist. Alter, ich hab Halsschmerzen. Gut, ich muss dich jetzt vom Fuchs trennen. Das Fragment kann bei der Verschmelzung recht heftig reagieren. Ich werde gut aufpassen, aber es ist dennoch ein gefährlicher Vorgang. Es wäre klüger, wenn sich der Fuchs abseits hält. Oh, jetzt geht's ran. Wow, es ist schon lange her, dass wir hier Schnee zu sehen bekommen haben. Jetzt ist es wirklich Winter. Na sowas, da haben wir ja jemanden, der Zeremonien nicht mag. Du solltest wieder Besitz vom Fuchs ergreifen, bevor er davonläuft. Mal eine Frage, kann ich vielleicht mehrere Tiere in Besitz ergreifen, oder kann ich wirklich nur den Fuchs? Weil mehrere Tiere wären halt schon geil. Okay. Wo ist er denn? Hier oder was? Oh ja. Hör mir gut zu, kleine Knospe. Es gibt 4 Jahreszeiten und 4 Hüter. Wenn du dich mit den anderen Jahreszeiten verschmilzt, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Aber dafür brauchen wir die Fragmente. Der 2. Hüter bewohnt einen Sumpf, etwas weiter weg im Westen. Aber ich sollte dich warnen. Diesem hier kann man sich nicht so leicht nähern. Also sieh zu, dass du unauffällig bleibst. Ich kann nicht mehr zu Dings wechseln. Ja, da lang. Genau. Und jetzt geradeaus weiter. Der Teich. Der ist wahrscheinlich eisig. Eigentlich. Weißt du, kleine Knospe, oh, hier ist es Eis. Mag zwar nicht so aussehen, aber ich beneide dich. Ich wäre auch gerne imstande, umherzulaufen, den Wind zu spüren und das Eis unter meinen Pfoten. Aber das kann ich nicht. Nicht, bevor wir alle Fragmente beisammen haben. Wir brauchen sie, wenn wir das Ritual ausführen wollen. Ich weiß nicht, ist die vielleicht ein bisschen böse? Will die eigentlich... Benutzt die uns? Gott sei Dank. Also wir kommen zurück. Weiter geht's. Was wollte ich machen? Wo waren wir gerade? Ich habe... Entschuldigung, dass es gerade so oft Störungen gibt. Aber falsche Richtung, ne? Scheiße. Ach so, ich weiß, ich hätte was gesagt, ich würde etwas sagen. Irgendwie nutzt die uns aus? Weil irgendwie wirkt es schon böse, wenn wir von dem normalen Fuchs einfach Besitz ergreifen. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Du frisst Eis, ich hab's gar nicht erkannt gerade. Das Ritual der Jahreszeiten. So nennen es die Hüter. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber ich habe die Hüter öfters davon reden hören. Das Ritual der Jahreszeiten kann ein Leben verändern. Wenn das wahr ist, könnte es das meine ändern. Und das deine auch. Ich könnte endlich das Heiligtum verlassen. Und du könntest... Ich weiß auch nicht. Du könntest all deine Träume wahr werden lassen. Du hast doch Träume, oder? Nö. Warum sollte ich? Warum sollte ich welche haben? Scheiß auf Träume. Schlammloch. Was war das? Was war das? Was war das? Das war ein Riesenviech. Muss ich doch rüberkommen. Ist da unten aber noch was? Oh nee, aber sah voll so aus. Okay. Achtung, kleine Knospe. Du betrittst gleich das Gebiet des Hüters des Herbstes. Er kann manchmal unberechenbar sein. Pass auf, dass er euch nicht wehtut. Dir und deinem Fuchs. Es wird eine Spinne oder so. Ja. Ja, wieso springt der manchmal nicht? Springen. Ja, das ist ziemlich verzögert. Ernst, Alter. Okay. Cooler Leck auf jeden Fall. Und das ist ein Vogel. Wenn du den Wind pfeifen hörst, dann kann der Hüter nicht mehr weit sein. Pass gut auf. Okay. Keine Ahnung, was das Viech will, aber okay. So eine Spinne gewesen, oder? Keine Ahnung. Wieso schlafen die immer? Ich darf nicht auf ihn. Auf den Berg durfte ich, Mann. Kommst du da wieder runter? Achso, ich verstehe. Dein Ernst? Ich doch auf die andere Seite. Alter, ist das dein Ernst? Und jetzt hole ich ihn ein. Hopp, schneller. Ja, wie komme ich da drauf? Ach, ich bin so blöd. Ich bin so hohl, Alter. Oh mein Gott. Hallo. Wieso bin ich so doof? Oh mein Gott. Wie doof muss man... Dein Ernst? Oh. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Part und tschüss.